Sie können Wabi Profi 3, wenn Ihnen die Farbgebung oder die Standardfarben nicht gefallen, natürlich auch etwas verändern. Indem Sie sagen, ja, ich will ein anderes Layout haben, dann gehen Sie in den Systemeinstellungen und wählen dort Layout. Hier können Sie festlegen, ob Punkt 1 die Uhr rechts oben angezeigt werden soll oder nicht. Sie können sagen, wie soll denn die Hintergrundfarbe von Formularen aussehen, dass Sie sagen, keine Ahnung, ich mache es jetzt einfach mal gelb. Wow, böse Farbe, aber egal. Sie können sagen, wie sollen denn meine Controls aussehen? Sollen die schwarz sein, blau sein, wie auch immer, oder einen beliebigen Style haben? Ich sage jetzt mal schwarz. Sie können natürlich sagen, wie Listen, die Sie verwenden, also das heißt solche Outlook-Bars, wie die aussehen sollen. Sie können dort auch den visuellen Stil von Menüleisten und deren Schriftgrößen natürlich einstellen. Auch können Sie natürlich das Standard-Hintergrundbild unter Systemeinstellungen Verschiedenes entfernen und eventuell per Doppelklick Ihr eigenes hinterlegen. Indem Sie nun ein Bildchen wählen, das Ihnen gefällt und einfach öffnen sagen. So können Sie Ihr individuelles und eigenes Wabi Profi 3 farblich mit Ihren eigenen Hintergrundbildchen und so weiter erstellen. Wünsche Ihnen viel Spaß damit.